Wir wollen Tresore. Wo sind die Tresore? Wir wollen sie finden, dann wollen wir sie öffnen. Dazu brauchen wir Code-Analysatoren. Die Frage ist, wo sind diese Code-Analysatoren und wie können wir diese farmen? Aber erstmal, wozu brauchen wir eigentlich die Tresore? Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar anhand des Kristallisierungskatalysators. Das ist der Katalysator, den wir brauchen, um Helden und Waffen zu prestigen. Und hier beispielsweise ist direkt ein Item drin, dieser Mischenergieüberrest. Und wenn wir hier genau schauen, wie wir da rankommen, dann sehen wir, wir müssen in die Aknawüste und wir müssen da Tresore öffnen. Also sämtliche Optionen sind ausschließlich in Tresoren und in der Aknawüste. Das heißt, spätestens hier geht es los, dass man die Tresore farmen muss. Hier sehen wir so einen Tresor in der Wüste. Das ist praktisch wie so ein Sarg, der in der Luft schwebt, oben dieser Schädel drauf. Und wir sehen, wir müssen dafür einen präzisen Code-Analysator verwenden. Also es gibt den normalen Code-Analysator und einen präzisen für seltenere Särge sozusagen, für seltenere Tresore. Und wenn wir das Ganze starten, wir achten in der Mitte auf dieses Symbol, dann startet dieses Minispiel. Und da müssen wir entweder in dem Fall am PC die linke oder rechte Maustaste im richtigen Moment drücken. Das ein paar Mal hintereinander. Und dann ist die Stromversorgung wiederhergestellt und das Spiel spuckt die Belohnung aus. In dem Fall haben wir Riesenglück und bekommen dreimal das begehrte Item. Hier sind wir jetzt in der Aknawüste unterwegs, suchen also diese Tresore. Um das zu machen, senden wir immer wieder einen Ping aus. Den Ping kennt ihr, den benutzt man auch, um bei den Bossen die Schwachstellen festzustellen. Hier ist es so, dass wenn ein Tresor in der Nähe ist, immer dieser Ping-Ton erscheint, dieses Ping. Der hohe Ton bedeutet, dass wir in die Richtung des Tresors schauen. Ein niedriger Ping würde bedeuten, dass wir nicht den Tresor sozusagen auf dem Bildschirm haben. Und gar kein Ping würde bedeuten, dass kein Tresor in der Nähe ist. Wir haben jetzt den Ping gut analysiert, sehen jetzt vor uns den Tresor, nähern uns immer weiter. Das ist wie Topf schlagen und dann finden wir zum Tresor. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Fundorte in der Aknawüste an. Und zwar ist das hier einmal bei den Steinen hier oben. Da finden wir einen Tresor. Der sieht so aus, sozusagen neben dem Kobus. Einmal hier ein präziser Tresor, also einen präzisen Code-Analysator brauchen wir hier. Dann haben wir in der Aknawüste im Südwesten einen gefunden, also direkt an diesem Abhang. Das ist ein besonders seltener Tresor, dazu brauchen wir einen ultrapräzisen Code-Analysator, das sieht man an der roten Farbe. Und dann im Norden der Aknawüste, da wo dieser Lagerpunkt ist, da sozusagen oben links, oben auf dem Turm drauf, da haben wir ebenfalls einen Tresor gefunden. So sieht das Ganze aus, also ganz oben, da muss man ein bisschen hochklettern. Da hat man dann entsprechend einen Tresor gefunden. Dann so in der Mitte, im Osten der Aknawüste, das nennt sich die Überreste. Da ist oben so eine kleine Siedlung und da in einem verlassenen Haus, in der zweiten Etage, da muss man sich einmal hochschwingen. Das ist so ein bisschen versteckt in diesem verlassenen Haus. Und da um die Ecke, da auf dieser Plattform, da war der nächste Tresor. Dann im Südosten der Aknawüste, richtig böse, so am Kartenrand, da haben wir ebenfalls einen Ping bekommen und da war echt lange Zeit die Frage, wo ist denn da am Kartenrand bitteschön der Tresor? Und tatsächlich ist da ein Loch im Boden und wenn man da runtergleitet, dann ist da unten in dieser Höhle, also tief drin versteckt, sozusagen, das sind so ein paar kleine Schätzchen und da ist auch ein Tresor drin, also ganz, ganz gemein versteckt. So sieht aus, ist in dem Fall ein seltener Tresor. Wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man, dass man sogar außerhalb der Karte ist. Und ebenfalls in diesem südöstlichen Abschnitt, so mehr unten auf der linken Seite, auch hier wieder außerhalb der Karte, da ist ebenfalls eine Höhle. Und auch hier hat sich so ein kleiner Tresor versteckt. Der ist ein bisschen leichter zu finden, da muss man einfach durch die Wand, also geradeaus, man muss nicht auf den Boden gucken. Und da in der Höhle eigentlich nichts zu übersehen, ist der nächste Tresor. Wenn ihr jetzt eure ganzen Ressourcen gesammelt habt aus den Tresoren, dann könnt ihr entsprechend das Ganze einlösen und austauschen. Ich in dem Fall benutze es eben für einen Prestige-Kristall, damit wir die nächste Waffe oder den nächsten Helden prestigen können. Wichtig ist einfach, dass ihr immer wieder diese Orte ablauft. Die sind feste Spawns, also mal ist ein Tresor da, mal nicht. Aber der Spawn-Ort ist sozusagen immer derselbe. Das heißt, ihr müsst immer wieder an dieselben Stellen, man kann es sich merken. Vielleicht findet ihr auch ganz neue Plätze für die Tresore. Jedenfalls ist es wichtig, dass diese Tresore einen Cooldown haben. Das heißt, der Cooldown beträgt ungefähr 30 Minuten. Das heißt, es könnte sich lohnen, nach 30 Minuten wieder hinzugehen. Oder was sich auch lohnt, ist, die Karte neu zu starten. Also einfach raus von der Karte, wieder drauf gehen und dann nochmal diesen Tresor suchen. Und dann kann es scheinen, dass schon nach kurzer Zeit, nach wenigen Minuten, dieser Tresor wieder da ist. Jetzt wissen wir also, wie wir diese Tresore finden können. Immer auf den Ping hören. Die Frage ist jetzt, wie können wir sie öffnen? Also wie kommen wir an diese Analysatoren ran? Dazu machen wir erstmal einen strategischen Wechsel auf Bunny
und gehen auf die Map Unfruchtbares Land. Also jedes Land hat seine eigenen Tresore mit den eigenen Inhalten. Für den Prestige-Kristall müssen wir eben in der Wüste suchen. Aber diese Codeknacker, die kriegt man überall. Und hier auf dieser Map, in dieser Mission hier, Stelle des vermuteten Hinterhalts, da haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit. Was ist der Hintergrund? Diese Mission an sich hat keine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Codeknacker zu finden. Diese Codeknacker werden immer fallen gelassen, wenn man einen Elite-Gegner tötet. Das heißt, man muss sozusagen versuchen, Elite-Gegner so schnell wie möglich zu fahren. Einen nach dem anderen. Am besten Elite-Gegner down, nächster. Elite-Gegner down, nächster. Und die Frage ist, wo geht es am schnellsten? Und diese Mission hat sie als eine hervorragende Mission herausgestellt, um diese Dinge zu farmen. Dieser Tipp kommt von Captain Garajo. Ich verlinke euch seinen Kanal unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, könnt ihr euch auch gerne bei ihm direkt melden. Er wird sich sicher sehr, sehr freuen. Er hat uns das Ganze gesagt und herausgefunden, dass wir hier wirklich eine sehr, 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 sehr kurze Zeit haben. Deswegen wechseln wir auf die Bunny, um möglichst schnell die Gegend zu clearen. Ihr braucht nicht mal eine groß gelevelte Bunny. Das geht relativ einfach. Einfach ein bisschen rumrennen, Energie auftanken und dann mit der Energie, mit dem Energiestoß die Gegner farmen. Und wenn ihr, ich glaube, 4 oder 5 Wellen, also 5 Mobs gekillt habt, das ist, glaube ich, jetzt der vorletzte, dann erscheint hier nochmal einer, dann kommt schon der Elite-Gegner. Der spawnt jetzt in der Mitte, da ist er. Und wenn der down ist, ist die Mission abgeschlossen. Wir rennen sofort wieder runter zum Startpunkt. Hinter diesem Stein hier ist sozusagen die Missionsaktivierung. Die starten wir und dann geht das ganze Spielchen von vorne los. Das ist echtes Pharma-Rama in diesem schönen Looter-Shooter. Und mit der Pharma-Meisterin Bunny. Also rein, looten, raus, immer wieder. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen jedes Mal, wenn wir einen Elite-Gegner töten, eine Wahrscheinlichkeit haben auf so einen Codeknacker. Wichtig ist hier natürlich schnell zu sein, das ist eine Frage der Zeit. Und diese Codeknacker zu sammeln, wir können sowohl normale als auch seltene, als auch diese super seltenen Codeknacker finden. Aber sie sind trotzdem relativ schwer zu kriegen. Erhöht ihr den Schwierigkeitsgrad von normal auf schwer, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit drastisch. Also im schweren Schwierigkeitsmodus ist es viel, viel wahrscheinlicher, wenn ihr durch den Tod eines Elite-Gegners weiter farmt, sozusagen einen Codeknacker zu bekommen. Also möglichst auf schwer spielen, wenn ihr das noch nicht könnt, dann nehmt eben die leichte Variante. Das hier ist übrigens auch der leichte Modus, auch hier habe ich genug Codeknacker gefunden. Man muss aber schon etwas Zeit investieren, um entsprechend viele Elite-Gegner zu töten oder ihnen eben selbst aufzukillen. Also immer wieder rein und killen. Cooldown gibt es keine, man kann immer wieder reingehen, die Wahrscheinlichkeit bleibt gleich. Ihr könnt auch mit mehreren Leuten reingehen, wenn Leute zur Hilfe kommen, spielt keine Rolle. Ihr kriegt trotzdem euren Codeknacker. Denkt aber auch dran, im Boden abzulaufen, also regelmäßig die Waffen zu killen, also Waffen zu löschen, Duplikate zu entfernen, damit ihr Gegenstände aufheben könnt. Denn der Codeknacker kann auch auf dem Boden liegen, also es ist keine Missionsbelohnung, sondern ihr müsst wirklich den Boden abgrasen, wenn da irgendwas liegt, immer drüber rennen. Ihr könnt auch eine neue Mission starten und danach erst die Sachen einsammeln. Also man muss jetzt nicht die Zeit aufwenden, um umständlich noch Sachen einzusammeln. Einfach rein, raus und dabei nebenbei diese Items alle 1 bis 2 Versuche dann einsammeln. Das reicht vollkommen aus. Hier nochmal ein Beispiel aus einem Livestream. Wir haben hier weiter gefarmt und dann sehen wir, wie rechts auch ein seltener Codeknacker auftaucht. Hier war noch eine andere Bande, das spielt überhaupt keine Rolle, wir kriegen unsere Items. Also da keine Sorgen machen und immer weiter farmen, um diese Codeknacker, in dem Fall auch einen präzisen Codeknacker zu bekommen. Das Ganze ist also ein relativ großer Grind. Wichtig ist eben nur, dass man weiß, wie man es macht, dass man ein bisschen dran setzen kann. Wer noch genau wissen will, wie das funktioniert mit dem Waffenleveln, dass man 50 levelt, hier das Video dazu und hier nochmal das Prestige-Video, wenn ihr nicht genau wisst, wie das mit dem Prestige-System funktioniert. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch guten Loot, sage hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.